So, wir holen uns erstmal nochmal die goldene Skulltula, die wir vergessen haben. So, muss ich aber wieder die Bomben ausrüsten. Die nur noch sehr mager vorhanden sind. So, du gehst erstmal weg, du stirbst nämlich sonst nur. So, zack. Zack. So, ich glaube, wir konnten mal raufklettern. Ja, Tatsache. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Die 11. Sehr schön. Halt die Fresse, Navi. Aber was hast du denn zu sagen? Außer, dass da ein Vieh ist. So, jetzt. Ach nee, das müssen wir drücken. Haha. Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Da muss ich nicht Salia dazu fragen, um zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Also ganz ehrlich. Und da ich auch keine große Lust habe, das Spiel zu spielen, weil das eh wieder ewig dauert, lassen wir das jetzt einfach mal. So, wir gehen sowieso erstmal nach Hyrule. Tada. Weil uns wurde ja ein Tipp gegeben, wo die andere überhaupt nicht nuttig aussehende Schwester von der Fee ist. Also die sieht bestimmt ganz normal aus. Also die ist dann auch bestimmt bis oben hin zugeknüpft und so. Und ja. Zum Schloss Hyrule. Theoretisch gesehen müssten wir auch noch mal in den Deku-Baum, weil da war ja auch noch eine Wand, die wir dann, ja, wo wir glaube ich auch noch mal eine goldene Skulltula bekommen. Da drüben den Stein können wir jetzt auch kaputt machen. Machen wir auch noch alles. So, jetzt macht's mal kurz leggy leggy. Und ich werde dann jetzt gleich mal gucken, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ah ja, ein Stückchen nehmen wir schon auf. So, auf. Schloss Hyrule. So, jetzt aber. So. So, na, komm. Ich weiß, dass es jetzt Nacht wird. Wir wollen ein bisschen Bombenterror machen. Nee, hier war's. Zack. Tadadadadadam. So, rein damit, ihr Link. Ich wurde in Skype angeschrieben. Sehr schön. Es freut uns natürlich alle. Nein, nein, ach Mann, ey, scheiß Bomben, ich hasse sie. So, wie war der Kack nochmal? So, ich glaube sehr, das Wiegenlied wird das erste Lied sein, was ich mir einpräge, weil wir brauchen das so oft im Spiel. Da, 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 da. Ach, es liegt ja auch noch so komisch da, ne? Oh. Das ist ja überhaupt nicht aufreizend. Ich kann schon verstehen, warum Link so guckt. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich.
Bitte nimm ihn an. Ja. Dienst Feuerinferno. Dieser Vollball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Dienst Feuerinferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja, mach's gut. Ach je, je. Der arme Link. Das ist jetzt schon Brüste reingucken. Na gut. Dann können wir von hier wieder verschwinden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas machen können. Weil zu Zoras Reich möchte ich jetzt noch nicht. Das möchte ich erst in der nächsten Aufnahmesession machen. Ich glaube aber eher nicht. Wir könnten ja nochmal erkunden, was hinter dem Stein da ist. Dazu möchte ich aber. Ja, komm, tu da die Dekostäbe dahin. Ne, die Bomben, ich verbrauche die noch alle. Ne. Ach, jetzt wüsste ich nicht mal, wie die Hymne der Sonne war. Hymne der Sonne. So, also. Nee. Ich und die Lieder, ey. Das wird niemals gut gehen. Ich glaube, der leckt dann immer so, weil die Texturen wechseln muss. Nehme ich jetzt einfach mal so an. So, wir haben Tag wieder. Hier ist wieder ganz viel los. Wir könnten ja theoretisch auch mal zur London Farm. Das wird man dann auch noch mal schnell tun. Diese Session noch mal ein bisschen in die Länge gezogen zu haben. So, gab es hier unten noch irgendwas Schönes? Eine Truhe. Fische. Wahnsinn, 5 Rubine, ey. Boah. Hier was. Ja, ja, 48, ist klar. Ja, Bomben, die können wir gut gebrauchen. Ein Magiekrug, deine Magieleiste wird aufgefüllt. Ja, das ist so ein Magiekrug, damit können wir unsere grüne Magie wieder auffüllen. So, den Käfer könnte man eigentlich verkaufen bei so einem Händler in Hyrule, aber nö. Jetzt nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen uns mal nochmal auf zur London Farm. Die London Farm steht im Zentrum der Hylianischen Steppe und ist das Zuhause von Marlon, wie wir erfahren haben. Und
Talon und Marlons Lon-Lon-Farm. Genau, und ich wollte was gucken. Wird die eigentlich auch angezeigt? Ja, die wird uns auch als blinkend angezeigt. Also wir sollen dorthin. Und natürlich wird uns das Zora-Reich, na, wirst du wohl, das Zora-Reich als blinkend angezeigt. Da werden wir aber erst in der nächsten Aufnahmesession hingehen. Wir gehen jetzt nochmal schnell auf den Lon-Lon-Farm. Da können wir auch nochmal goldenes Gutulas abgreifen, fällt mir gerade so ein. Lon-Lon-Farm. So. Wir gehen erstmal zur Marlon. Ach, ist das schön hier. Mit dem Pferdlein und allem. Ich muss meine Ocarina ausrüsten. Hallo Marlon. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Hihihi. Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich musste jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Ja, aber die hat Angst vor uns. Die rennt vor uns weg. Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Nochmal. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Natürlich. Aber nicht mit der Bombe. Ai. Kriegst du die Krätze? Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Natürlich. Okay, hier ist Eponas Lied. Nein. Ta-da-dam. 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 Dam-dam. Eponas Lied gespielt. Mein Ocarina glitzert. Wahnsinn. Du hast Eponas Lied erlernt. Die verkackte Eule darf ja nicht fehlen. Ja, wie wir sehen, hat uns Epona jetzt ziemlich dolle lieb. Gut, hast du noch was zu sagen? Oh, Epona, sie hat an dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Ja. Werden wir dann später noch brauchen. Das Lied. So, ich möchte jetzt nochmal in den einen Stall. Während ich mir mal unauffällig die Nase jucke. Und ja, was uns in dem Stall erwartet, wir werden es sehen. Ich glaube, ich mache da nochmal Nacht hier. Weil wir wollen noch ein paar Scutulas abgreifen. Ich glaube, zwei Stück können wir abgreifen. Bin mir gerade nicht sicher. So, hier sind die ganzen Kühe, die interessieren uns aber eher weniger. Was uns interessiert, ist das kleine Loch da. Da müssen wir aber die Truhen ein bisschen rumschieben. Na komm. Aktion, Link. Action. So, hallo, Link. Ziehen. Dankeschön. So, hopp. Und heps. Nein, du sollst da. Ja, herab. Da, 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 da. Ja, och, Link. Mach's doch. Der macht's einen ganz schön schwierig. So,
Ich glaube, jetzt können wir auch von hier drüben schieben. Ja. So, schieben wir ran das Ding. So, und jetzt können wir hier durchkriechen. Und da sehen wir schon ein Herzteil. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Na, wo ist es? Da. Ein Herzteil. Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich die Energieleiste um einen Herzcontainer. Sehr schön. Gut, gut. Einmal hinauf. Lon, Lon Farm. Ach, ist es hier idyllisch. So, ich denke mal, wir werden nochmal in die Häuser reingucken. Vielleicht gibt es ja was Interessantes. Ich habe gesagt, wir lassen uns Zeit bei diesem Let's Play. Wir reden auch mit Leuten, weil eben es gar nicht so wirklich nötig ist, mit denen zu reden. So, ist da noch irgendwas Interessantes drin? Eine Rubin haben wir hier noch. Ist noch irgendwas Interessantes auf dem Baum? Ah, unsere Ostroscutula. Du hast ein goldenes Scutula erhalten. Und mir fällt gerade ein, die eigene goldene Scutula, die können wir noch gar nicht erhalten. Dazu brauchen wir erst ein anderes Item. Stimmt. Also lohnt es sich gar nicht, nachts nochmal herzukommen. Dazu brauchen wir erst ein anderes Item. Stall. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich, der fantastische Basil, auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Faulpelz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Ah ja, der scheint ja ziemlich doll von sich überzeugt zu sein. Hier haben wir noch zwei Kühe. So. Ja, und jetzt gehen wir nochmal ins andere Haus. Gibt es hier noch ein paar Rubine zum Abgreifen? Jetzt hier wieder? Ja, natürlich. Na schön, 116 Rubine. So, Talon. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus dem Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Ja, wir können es ja mal machen. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie! Okay, eins ist da. Das ist eins von ihnen. Suche weiter. Schnell. Zwei musst du noch finden. Das andere war... Was du das? Nein, du hast es nicht. Das ist auch nicht. Aber eins ist hier hingefunden. Wieder eins. Jetzt kommt es drauf an. Eins fehlt noch. Das muss hier irgendwo sein. Du hast es nicht. Das ist auch nicht. Du's. Komm her! Auch nicht. Wow, unglaublich! Du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir.
Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest, na? Klar, mach mal. Haha, war doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Lon-Lon-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert? Kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Du hast Milch erhalten. Diese Milch ist sehr gesund. Benutze sie mit C, um deine Energie aufzufrischen. Du erhältst 5 Herzen pro Schluck. Du kannst 2-mal davon trinken. Im Gegenstandsmenü kannst du sie... Naja, musst du einen Schluck. Können wir eigentlich nochmal was mit dir machen? Ich bin wach. Was? Hey Link, wenn du Marlon suchst, die ist draußen oder bist du zum Spielen hergekommen? Dann lass uns Superhuhn suchen spielen. Oder willst du nur frische Milch? So, ich weiß gar nicht, wenn wir nochmal Superhuhn gegen den spielen, ob wir da ein Herzteil kriegen. Da müsste ich mich nochmal belesen. Werde ich auch tun. So, gibt's hier oben noch irgendwas? Nein. Noch so ein paar Krüge, die wir natürlich wieder kaputt machen. So, okay. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Also da werde ich mich dann bis zur nächsten Aufnahme, werde ich mich dann nochmal belesen haben, ob wir von dem irgendwas kriegen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Mir war so, dass wir da ein Herzteil kriegen. Ich weiß es jetzt aber nicht, verdammt. Gut, ich gehe schon mal ein Stückchen in Richtung Zura-Reich. Damit wir da dann in der nächsten Aufnahme direkt anfangen können. So, zack. Ja gut, hier sind wir ein bisschen falsch gelaufen jetzt gerade. So, hier unten müssen wir hin. So. Kick mal, was da auf dem Schild steht. Zura-Fluss. Vorsicht vor reißenden Fluten und gefährlichen Strudeln. Ja, und wir kommen an Zuras Fluss und da vorne ist die Eule. Oh Gott. Nee, ich glaube, da mache ich mal Pause und beende die Aufnahme für heute hier an dieser Stelle. Beim nächsten Mal erkunden wir dann Zuras Fluss und Zuras Reich und gegebenenfalls werde ich mich nochmal nach Talon kundig machen. Wir müssen ohnehin irgendwann nochmal zurück zur London Farm. Sobald wir die Zuras abgefrühstückt haben, weil dann kriegen wir ja ein neues Item, wo wir dann nochmal eine neue Skulltula kriegen auf der London-Farm. Ja, auf jeden Fall, Milch haben wir jetzt auch gekriegt. Also, sobald wir die Milch haben, die Flasche dürfen wir behalten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö.